Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Das nächste Video ist da. Es ist der Entschuldigung. Der DeLorean Back to the Future Teil 2 aus dem zweiten Film. Das ist hier der mit dem Flugkompensator mit dem Müll. Also er konnte hier mal Müll reinwerfen, dann konnte er halt fliegen und in die Zeit reisen. Der hier kam jetzt hier auf den Schrott, weil er einen schweren Transportschaden hatte. Die Verpackung ist extrem stark beschädigt. Ein Hinterrad ist abgebrochen oder beziehungsweise abgefallen. Beide Spiegel sind abgefallen. Unterboden zum Teil auch beschädigt gewesen eigentlich. Ne, eigentlich nicht. So, die Spiegel sind mir jetzt auch schon entgegengekommen. Hersteller ist hier Sansa, das ist nicht der von Hot Wheels. Und das Coole ist ja diese Funktion, die er hat, ne? Die hat hier unten so einen Hebel, hier. Damit könnt ihr die Felgen ausfahren. So, man kann typisch Sansa Gott sei Dank alles öffnen. Die schönen Flügeltüren. Guck, hier sind auch Lackschäden. Na komm schon. Und Kofferraum. Geiles Auto, ich mag ihn natürlich auch. Und die Filme sind auch super. Und ja, was soll ich noch sonst noch großartiges dazu sagen? Eigentlich nicht mehr viel. Geiles Modellauto. In schön original Edelstahloptik. Alternativ gibt es auch die Straßenversion davon, wenn es keinen Bock hat auf die Umbauten hier. Und es gibt ja noch den aus dem ersten und aus dem dritten Teil noch. Ja, gut. Und AutoArt hat den auch nochmal in High-End rausgebracht, den richtig geil. Und aber auch in anderen Farben, die ich eigentlich nicht so kannte, wie zum Beispiel Rot, Blau, Matt Schwarz und sowas. Die wird es bestimmt irgendwie geben, aber ich persönlich habe den immer nur mal so gesehen. Also entweder als Zurück in die Zukunft Auto oder halt in normal Silber. Also Edelstahloptik. Man sieht auch noch hier die Verpackungsschrauben, die stecken sogar immer noch drin. So, muss ich jetzt mal erstmal entfernen. Die haben nichts mit dem Modell an sich zu tun. So. So, jetzt geht's weiter. Ein Kreuzschraubenzieher brauchen wir. Ja, das Fahrwerk ist natürlich sehr knifflig. Gucken, ob der wirklich abgebrochen ist. Ja. Scheinbar ja. Da ist abgebrochen. Schade. Wert des Modells ist jetzt wieder fallend. Aus dem ganz einfachen Grund, das ist jetzt eine Neuauflage von Sansa. Es ist nicht aus dieser ersten Serie, aus dem, was war das, Anfang 2000er. Ich glaube 2005 oder so hat Sansa den mal rausgebracht. Das ist nicht. Das ist jetzt die komplett Neuauflage, ich glaube von 2020, glaube ich, sind die jetzt. Die gibt es auch immer noch regulär zu kaufen. Also einige Händler haben den immer noch im Angebot. Preislich finde ich den aber sehr stark angehoben. Man kriegt die halt selten unter 100 Euro. Diese Sansa Modelle, die Neuauflage. Ah, die lassen sich das jetzt richtig gut bezahlen, ne? Generell diese ganzen 90er, 80er Jahre Filmautos, die sind ja eh momentan am Boom. Siehe James Bond, Batmobile und so alles. Das ist alles total gefragt. Selbst das Scooby-Doo-Auto, was eigentlich voll scheiße aussieht, selbst der ist voll gefragt. So. Jetzt müsste sich eigentlich komplett ablösen. Der ist eigentlich nicht kompliziert verschraubt. So. Jetzt muss ich die Innenausstattung ablösen. 1, 2 Schrauben, aber ich meine, da werden noch mehr Schrauben versteckt. Also wenn er sich jetzt nicht ablöst, da waren definitiv noch mehr Schrauben. Hier hinten. Hier hinten verbergen sich noch 2 Schrauben. Man kann das nämlich hier unten sehen. Wenn man es hier zum Beispiel anhebt, dann sieht man dann hier da ein Gewinde, da ein Gewinde. Und das hier hinten, da und da sind auch nochmal Schrauben versteckt. Unter dem Antrieb hier, unter dem Auspuff oder wie auch immer. Da sind sie.
Da sind die Schrauben. Einer da. Einer da. So. Ja, die Innenausstattung ist auch ganz gut geworden, wenn wir gerade zum Thema kommen. Gurte hat er auch. Die ganzen Details, die man so halt kennt und liebt, sind auch alle vorhanden. Auch hier, oh, wie hieß das mal, wie eine Art Handbremse oder irgendwie sowas ist das, ne? Weiß ich gar nicht mehr. Ah, ich muss die Filme wieder gucken. So. Boah. Okay, so rum. Ne. Naja. Die Felgen sind geil, ne? Ich lasse das aber als komplettes Teil. Vielleicht kann das noch einer ranfummeln, weil das für den einen oder anderen vielleicht auch wichtig ist, dass die anderen Systeme hier noch funktionieren. Made in China sehe ich auch gerade. So. Weiter geht's. Preislich denke ich mal, der wird sich irgendwo zwischen 80 und 120 Euro einpendeln, der Wert. Ich glaube nicht, dass er die 130 Euro oder 150 Euro, was einige Händler jetzt momentan aufrufen, ich glaube nicht, dass die den Wert halten können. Also, ja, Hot Wheels hat ja es vorgemacht, ne, in guter, relativ sehr guter Qualität, schöne DeLoreans rausgebracht. Die steigen natürlich total über 100 Euro und weiter. Ich weiß jetzt gar nicht, aktuell gar nicht, was die an Wert haben, die Hot Wheels DeLoreans von Elite. Aber auch da gibt es auch die Billigvariante von Heritage. Die sind halt günstiger. Aber das Problem ist bei Hot Wheels, die produzieren die nicht mehr nach. Lieber bringen die neue Filmautos raus, als die alten wieder neu aufzulegen. So, Lenkung funktioniert schon mal nicht. Aber hier die ganzen Tastenknöpfe, alles gut angemalt, Anzeigen, alles gut gemacht. Sehr schön. Ja, jetzt machen wir die Scharniere ab für die Flügeltüren. Da sind aber schon gravierende Unterschiede zwischen Back to the Future, also Zurück in die Zukunft 1, 2 und 3. 3 ist ja klar mit den Schienen, den gibt es ja auch noch zu kaufen. Ich glaube, Yala Toys hat die auch, glaube ich, alle rausgebracht, den 1 zu 24. Also bei dem Modell müsst ihr jetzt nicht unbedingt Angst haben, das zu zerlegen. Es ist eigentlich gar nicht so kompliziert. Wenn man weiß, wo die Schrauben sitzen und das alles, dann zerlegt er sich eigentlich relativ einfach. So, das müsste jetzt der Kofferraum sein und die Kofferraumdeckel. Motorhaube hat der ja eigentlich im Prinzip ja nicht. Und Kofferraum ist blanko. Stoßstange vorne. Das wird aber jetzt aber knifflig mit den ganzen komischen Anbauten hier. Wir müssen jetzt auch alle zusammenbleiben. So.
also bis jetzt zerlegt, dass ich wirklich einfach, ich habe schon vor Ewigkeiten mal ein paar Stück zerlegt. Also das ist nicht mein erster DeLorean, den ich zerlege hier. Die gab es auch früher schon mit Transportschäden, Sturzschäden und was war, guck auch noch alles. Sogar ich habe einmal so einen verbastelten gehabt, da hat einer mit Kleber rumhantiert. Hat den wahrscheinlich selber versucht zu reparieren, nach einem Sturz oder was auch immer. Und hat sich das Modellauto komplett versaut. Mit Kleberflecken und so und alles. Ui, einmal um mich herum geflogen. Oh nein! Aha! So. Ganzen Kabelschränke hier abmachen. Oh, gut verklebt, ey. Oh, wie viele Teile ich hier ausbaue, ey. Da habe ich noch gar nicht die Scheinwerfer und die Rücklichter noch. Fummelig, fummelig alles hier. Aha. Auch schön gemacht, ne? Also man sieht, dass Hans sich definitiv Mühe gegeben hat. Man sieht, dass es einfach nicht so hingeschnudelt ist, also Arschlecken. Hauptsache, man hat die Leute versorgt, ne? So wie einige andere Hersteller es ja so gerne machen. Also hier sieht man wirklich, dass man sich Mühe in Details gegeben hat. Ich versuche gerade die Scheinwerfer auszubauen. Schön, schön, schön. Und das war's auch schon. Das war's auch schon, fast 15 Minuten, ey. Schönes Modell. Sehr gut verarbeitet. Also ich habe kaum Verarbeitungsmängel gesehen. Und für Fans absoluter Muss. Für alle anderen, nehmt euch den normalen, der ist sogar noch ein Ticken besser, da kann man hier nämlich den Motor und so sehen. Bei dem geht es ja nicht, der hat ja nur diesen Flup-Kondensator, aber ansonsten Flux-Kondensator, Flux, nicht Flup. Ja, schönes Modell, auch schön mit dieser Edelstahl-Optik hier, perfekt, perfekt umgesetzt, sehr gut. Danke Sansa für dieses tolle Modell. So, freut euch auf das nächste Video.